Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. Ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben heute, wie immer donnerstags, eine Themennacht. Und das Thema heißt Geschichten aus der Dunkelheit. Ich möchte gerne mit euch reden über Dinge, die ihr schon in der Finsternis, in der Dunkelheit, in der Nacht erlebt habt. Schöne Sachen, traurige Sachen, grauselige Sachen, erotische Sachen, bizarre Sachen, was auch immer. Geschichten aus der Dunkelheit. Das ist unser Thema. Und wenn ihr mir solche Geschichten erzählen wollt, dann meldet euch unter 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. Die erste Anruferin heißt Katrin und ist 29 Jahre alt. Hallo Katrin. Hallo Domian. Schönen guten Morgen. Morgen. Geschichten aus der Dunkelheit. Ja, Domian, ich werde wahrscheinlich, also was heißt wahrscheinlich, ich werde mit sehr großer Wahrscheinlichkeit irgendwann erblinden. Also du wirst in die Dunkelheit gehen? Mhm. Mhm. Warum? Also ich habe eine Augenerkrankung, die heißt Retinitis pigmentosa. Ja. Und da kann man irgendwann nur noch, also ich kann momentan noch Umrisse erkennen und laufe mit dem Blindenstock rum, aber... Und, also so schlimm ist es schon, dass du ja. nur noch Umrisse erkennen kannst. Ne? Ja. Wie lange hast du die Krankheit schon? Also festgestellt wurde sie mit 9. Mhm, mhm. Und dann hat sich der Zustand immer mehr verschlechtert, je älter du wurdest? Ja. Mhm. Und ich werde bald 30. Ja. Und ich habe halt eben ziemliche Angst. Mhm. Ich habe zwar einen Freund, der total zu mir steht. Und das finde ich auch super klasse. Ich hatte nämlich schon einige negative Erfahrungen. Mhm. Und das ist halt so, dass die Leute damit überhaupt nicht klarkommen, mhm. mit meiner Erkrankung. Mhm. Wer kommt denn mit der Erkrankung nicht klar? Also die Umwelt. Wie? Weil sich meine Augen, sage ich mal, ganz normal bewegen. Mhm. Das ist das Problem an meiner Augenkrankheit. Ich bin nicht geburtsblind, ich habe nichts am Sehnerv selber. Also schon am Sehnerv, aber ja. Das kann man so schlecht erklären. Nee, du sagst, die Umgebung, die Umwelt kommt damit nicht klar. Wer denn genau in deiner Umgebung? Ja, da wo ich wohne. Mhm. Und, also die Nachbarschaft? Ja, allgemein. Und wie reagiert die auf dich? Also es gibt manchmal so Jugendliche zum Beispiel, die sagen, dass da was im Weg steht, obwohl gar nichts da im Weg steht, und das weiß ich dann genau. Ach so. Mhm. Und es gibt aber auch positive Erfahrungen. So ist das jetzt nicht. Mhm. Ne? Aber es ist halt sehr, sehr schwierig, auch mit der Politik heutzutage. Mit der Politik? Ja, weil ich krieg Blindengeld. Ach so, meinst du das? Mhm. Ja. Mhm. Und die Politiker wollen in sämtlichen Städten und Länder, also Nordrhein-Westfalen-Länder, ich bin ganz nervös, der Blindengeld kürzen oder ganz wegstreichen. Verstehe. Und dass man da natürlich Angst hat, ja, das kann ich verstehen. Ja. Wann glaubt man denn, dass du dein Augenlicht gänzlich verloren haben wirst? Das weiß man nicht. Das kann also noch eine ganze Weile so gehen, wie es jetzt geht, obwohl das ja jetzt auch schon eine schwerste Behinderung ist, ne? Ja. Und wenn du sagst, du kannst nur Umrisse erkennen. Ja. Das heißt, du kannst ja kaum dann dich alleine richtig bewegen, oder? Kannst du einkaufen gehen? Ja. Das geht. Also da sind die Leute in der Stadt, wo ich wohne, sehr hilfsbereit. Mhm. Also die in Geschäften hauptsächlich. Mhm. Bereitest du dich denn auf die bevorstehende Erblindung auch vor, beispielsweise indem du Blindenschrift lernst? Ich habe sie gelernt, so teilweise, aber ich habe halt noch einige andere Behinderungen, sprich einen Tremor. Und das kann man dann nicht so gut erfüllen. Was ist ein Tremor? Tremor ist, wenn Hände zittern. Ach so. Ach ja, das heißt, das macht dir zusätzlich dann auch zu schaffen, dass du das auch noch hast. Ja, ich habe einiges. Mhm. Du bist in einer Beziehung? Ja. Wie lange schon? Ja, ganz frisch 4 Monate. Ach so, ganz frisch.
Und ist dein Freund auch behindert oder ist er? Nein. Ist nicht behindert? Mhm. Nein. Und er weiß um die Ernsthaftigkeit der Situation, dass du... Er weiß alles. Ja, und kann und geht damit gut um? Ja. Mhm. Hast du Angst, dass du ihn vielleicht, du hast gerade so eine Andeutung gemacht, dass du ihn vielleicht verlieren könntest, wenn du denn endgültig erblindest? Das weiß ich nicht so genau, weil man kann das ja nie so voraussagen. Mhm. Ne? Aber ich denke mal nicht. Also ja. Er liebt mich, ja. Das merke ich auch. Und wie habt ihr euch kennengelernt? Wo? Wo im und Schwimmbad. Im Schwimmbad? Ja. Wie geht das? Du kannst ihn ja quasi gar nicht mehr sehen in dem Sinne. Er hat mich angesprochen. Er hat dich angesprochen. Mhm. Und wie verliebt man sich in jemanden, den man eigentlich gar nicht mehr sehen kann? Ist es die Stimme, ist es die Art und Weise, wie er redet, was er sagt? Wie funktioniert das da mit dem mit dem sich verlieben? Es kommt auch immer darauf an, ob er auf einen eingeht, ob ihn das interessiert, ob er sich für die Person interessiert, ob was, wenn man ihn, man stellt dann so Fragen halt, die halt so sind, ne? Und dann mal gucken, was er dann antwortet oder so. Warst du am Anfang skeptisch, dass er dich angesprochen hat und misstrauisch? Ja. Aber das ist dann, hat sich dann verflüchtigt. Ja, aber schon nach kurzer Zeit. Ja. Sehr kurzer Zeit eigentlich. Ja. Ich würde gerne mal zu deiner Krankheit, auf deine Krankheit zu sprechen kommen. Es gibt keinerlei Möglichkeiten, das zu behandeln. Oder hat man das behandelt und das ist jetzt austherapiert? Nein. Es gibt noch leider noch keine Möglichkeit. Es gibt verschiedene Formen der AP, also so heißt sie mit Kurzform. Ja. Da ist so viele verschiedene Arten und Weisen. Und da gibt es Leute, die ertauben, die haben Nierenvergrößerungen und was weiß ich alles. Mhm. Das gehört alles zur AP-Form. Ja. Und es gibt die vererbliche Form und halt die andere Form, die man durch Erkrankungen erkriegt, so durch Masern vielleicht. Mhm. Das heißt, da du das ja schon so lange weißt, dass du diese Erkrankung hast, hast du dich auf dieses Schicksal, was dir bevorsteht, ja auch jetzt lange vorbereiten können. Ja, das kann man sich eigentlich nie dominieren. Kann man nicht. Letztendlich hat man doch dann große Angst, wenn es dann endgültig irgendwann so sein wird. Ja, das ist halt so, durch meine Erkrankung gehört noch dabei, dass da manchmal so Lichtausfälle sind. Mhm. Ich sage immer Lichtausfälle, ich sage immer, das Licht geht aus. Mhm. Aber das ist halt so, dass man dann sagt, okay, entweder kommt es wieder oder bleibt weg. Und das ist auch das, was die Leute so stört. Weil ich, wenn ich dann rumlaufe, ich sage, jetzt sehe ich gar nichts mehr. Mhm. Und nach vier oder fünf Wochen kommt das wieder und dann bin ich genauso weit wie vorher. Dann meinen die, ich hätte einen Gagger am Hören. Ne? Ach so, dass du simuliert hast oder irgendwie Unsinn erzählt hast. Ja, aber ich finde ja ganz, ganz, ganz wichtig, dass du da eine Liebe gefunden hast. Ja. Ich finde, das ist eine irrsinnige Stütze in einer solchen Situation. Das kann man wohl sagen, Domian. Wie ist es mit deiner Verwandtschaft, mit Eltern? Meine Eltern helfen mir, wo sie können. Ja, also auch da auch eine wichtige Stütze. Ja. Mhm. Also da ist echt, also meine ganze Familie ist da super. Ja, kann man das ja dann schon durchaus als Trost sehen, ne? dass du die Familie hast, die Eltern hast und dass du deinen Freund hast. Ja, klar, Domian, aber... Trotz allem ist mir völlig klar. Ist mir völlig klar. Ja. Man wartet, sitzt auf Deutsch gesagt daheim und wartet darauf, dass man für immer nichts mehr sieht. Mhm. Weißt du, was ich hier von ganzem Herzen wünsche, Katrin? Dass das noch ganz lange dauert, bis dieses eintritt, was du befürchtest. Dass es noch ganz lange dauert. Ja, danke schön, Domian. Ich hatte auch schon öfters versucht, dich anzurufen. Ja. Weil es gibt noch einige andere Sachen, sprich Vergewaltigungen und sowas, die ich auch schon mitgemacht habe. Ja, möchtest du noch ein paar Worte mit meiner Psychologin sprechen? Ja, gerne. Ja, sehr gerne. Bieten wir dir das an. Ich habe zwar einen Therapeuten, aber ich rede auch gerne mit deiner Psychologin. Ja, sehr gerne. Dann legst du bitte auf und die Klar. Simone ist heute Abend hier bei mir. Die ruft dich zurück. Ja, super. Alles Liebe und alles Gute von Herzen. Super Sendung, Domian. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ihr Lieben, unser Thema heute Nacht heißt Geschichten aus der Dunkelheit. Im Dunkeln. Ist gut munkeln, sagt man ja. Aber im Dunkeln passieren so viele ungewöhnliche Sachen, traurige Sachen, schräge Sachen, bizarre Sachen, erotische Sachen, sexuelle Sachen.
Das ist ein ganz großes, weites Spektrum. Ich möchte gerne mit euch über Geschichten aus der Dunkelheit sprechen, die euch widerfahren sind, die euch im Gedächtnis hängen geblieben sind. Vielleicht liegen sie auch schon sehr lange zurück. Wenn ihr gerne mit mir telefonieren wollt, 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. Hier ist Angela. Das ist aber nicht Frau Merkel. Guten Abend, Domian. Nee, das ist Angela, 43 Jahre alt. Hallo. Ja, ganz genau. Hallo, Angela. Ja. Ja, welche Geschichte willst du uns erzählen, die du im Dunkeln oder mit Dunkelheit verbindest? Das sind eigentlich mehrere Sachen gewesen. Und zwar ist das ganz sonderbar gewesen. Ich bin im Januar 2002 zu meinem jetzigen Lebensgefährten gezogen. Mhm. Und einige Wochen später ging das nachts los, sonderbare Geräusche. Und zwar auf der Treppe ein Knacken, richtig, als wenn jemand ganz schwerfällig die Treppe hochkommt. In der Wohnung, in dem Haus von deinem Freund? Ja, im Haus. Mhm. Und das war es so gewesen. Ich sag immer, alle Geschehnisse sind gewesen. Ich habe vorher nicht geschlafen. Manchmal hat man ja auch, wenn man geschlafen hat und wacht auf, hast du geträumt oder was war das? Lass mich fragen, so, du bist in dieses Haus gezogen? Da wohnt, genau. Da wohnt, mein Lebensgefährte hat da gewohnt. Er alleine? Er allein und ich bin dann dazugezogen. Mhm. Erzähl mal genau, was weiter war. Ja, und dann haben wir abends um so gegen 12:30 das Licht ausgemacht, wollten schlafen. Mhm. Und ein paar Minuten später ging das los, diese Geräusche auf der Treppe. Es hörte sich wirklich an, als wenn ganz schwerfällig jemand die Treppe hochkommt. Er hat es auch gehört? Ja, aber er hat gar nicht reagiert. Und dann habe ich zu ihm gesagt, Mensch, hier ist jemand im Haus, geh mal schnell runter. Mhm. Es hat sich wirklich original angehört, als wenn da jemand ist. Ja. Nein, sagt er, da ist keiner. Schlaf ruhig weiter. Hm. Und dann aber er hat es gehört. Er hat die Geräusche auch gehört. Ja. Ja. Hm. Bloß, dann habe ich ja nicht locker gelassen, weil er so ruhig war. Mhm. Und da hat er mir gesagt, ich sollte mir keine Gedanken machen, das wäre öfter. Und zwar ist das eingetreten, seine Mutter, die ist vor 2 Jahren gestorben, also 2002 war das 2 Jahre her. Mhm. Und da sagt er, ein paar Wochen später, so ungefähr 8 Wochen später, wäre das erste Mal losgegangen, dass diese Geräusche im Haus auftauchten. Mhm. Also es spukt. Ja. Und ich habe das gar nicht, also ich habe die ganze Nacht natürlich nicht geschlafen. Und wie lange haben diese Geräusche vorgehalten? Immer mehrere Nächte war das dann. Immer und dann war Nächte. Wieder 3-4 Wochen Ruhe. Ja. Das ging dann so, meinetwegen 3-4 Nächte hintereinander. Wohnst du und heute? Immer so gegen 12:30 ging das los. Ja. Wohnst du heute immer noch in dem Haus? Nein, wir sind umgezogen. Das hatte aber, also das hatte war der Grund mit. Nicht war ich da, also muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Wie lange hast du dann? War selten alleine über Nacht. Wie lange aber hast du da noch? Das ganze Haus hell erleuchtet gab, wenn ich mal alleine da war. Ne? Ja. Wie lange habt ihr da in dem Haus noch gewohnt zusammen? 2 Jahre. 2 Jahre noch? Ja, aber das hat daran gelegen, weil wir kein anderes Haus gekriegt hatten, weil das Problem war, wir wollten unbedingt einen Hund haben, um mit Hunden zu wohnen, ein Haus zu kriegen. Und in diesen 2 Jahren hat das immer stattgefunden, ja, dieses Geräusch? Ja, und nicht nur dieses, das sind auch andere Sachen vorgefallen. Denn ich bin zum Beispiel manchmal nachts ins Wohnzimmer gegangen und habe da geschlafen, wenn ich nicht schlafen konnte. Mhm. Und dann habe ich auch noch da Fernsehen angeguckt, zum Beispiel deine Sendung habe ich immer gerne verfolgt. Dann hatte ich Licht im Wohnzimmer aus Fernseher an und dann hatte ich Wohnzimmertür zu. Und dann hörte sich das an, als wenn jemand ins Wohnzimmer kommt. Auch so ganz zaghaft, als wenn jemand ganz zaghaft den Türgriff runter macht. Und dann habe ich immer gesagt, na, kannst auch nicht schlafen, weil ich dachte, mein Lebensgefährte kommt runter. Ach so, ja. Und dann habe ich mich hingesetzt, ach, die Tür war zu und keiner kam rein. Mhm. Und er hat dann auch gesagt, dass er das, wenn er unten mal geschlafen hat, auch schon oft gehört. Das klingt ja wirklich wie in einem Horrorfilm. Ja, und das Deutsche war dann, das war auch, also wirklich wahr. Ich habe im Bett gelesen, nachts gelegen, habe ein bisschen gelesen, mach Licht aus, wollte schlafen. Hm. Und auf einmal verspüre ich ganz deutlich den Geruch Venezia. Das ist ein Damenduft, den gibt es seit ein paar Jahren nicht mehr. Hm. Ganz deutlich. Ich habe ihn früher aufgenommen, deswegen habe ich das sofort erkannt. Dass das also man lachte im Moment, aber das, ja, natürlich. Das ist nicht zu lachen. Das weiß auch nur eine Person, mein Lebensgefährte weiß das. Und eine gute Bekannte weiß das. Ja. Ich hatte auch lass mich mal nochmal zu. Man macht das niemandem erzählen, verstehst du? Ja, natürlich verstehe ich, weil die halten einen für ein bisschen weg. Die sagen, man spinnt. Natürlich. Ja? Lass mich zu dem Lebensgefährten nochmal fragen. So wie du es gerade geschildert hast, hat der das so hingenommen und den hat das nicht großartig beängstigt? Nee, der nicht. Also der hat gesagt, also weil das nach dem Tod seiner Mutter ist, da meint er, dass die Seele, die gibt es ja, obwohl er da auch nicht so richtig dran glaubt. Also wir glauben beide jetzt an solche Sachen. Also ich habe gesagt, es ist Blödsinn, sowas gibt es nicht. Ich habe immer gesagt, ich kann es mir schlecht vorstellen. Ne? Dennoch muss es ihn doch auch irgendwie irritiert oder beängstigt haben. Ja, die erste Zeit auch. Aber dann hat er sich damit abgefunden und dachte, es ist die Mama. Ja, da hat er gesagt, und das war es nämlich auch so gewesen, die ist in Österreich verstorben und die haben sich ein halbes Jahr vorher nicht gesehen. Wollten sich immer treffen und da ist immer was dazwischen gekommen.
Das hat man ja. Ein gutes Verhältnis gehabt. Ein gutes Verhältnis gehabt. Mhm. Ja. Man sagt ja. Geruch, und den nächsten Morgen erzählte ich Ihnen das mit dem Geruch. Da gab er gar keine Antwort. Und das kam mir schon mal wieder komisch vor. Und da habe ich weitergebohrt. Da sagte er, ob du es glaubst oder nicht. Das ist das Lieblingsparfüm meiner Mutter gewesen. Dass du das 2 Jahre da ausgehalten hast? Ja, das war schrecklich für mich. Also. Manch einer hätte es nicht ein paar Wochen ausgehalten. Wir wollten auch ein Haus haben. Ist mir schon klar, dass das nicht so schnell geht. Da wollten wir auf alles, aber ich wollte unbedingt einen Hund haben. Und das ist ein Problem. Man sagt ja, dass wenn es so in Häusern spukt oder wenn eine Seele noch im Haus ist, ist irgendetwas nicht abgeschlossen. Ja, ist die Seele unruhig. Das habe ich gelesen. Ich habe mich da auch mal im Internet und so mal ein bisschen rumgestöbert. Und da steht auch viel drüber drin. Ne? Hat denn dein Lebensgefährte eine Idee, warum das so ist? Bitte? Hat denn dein Lebensgefährte eine Idee, warum das so ist? Ja, er meint, weil er seine Mutter so lange nicht gesehen hat. Nur deshalb? Nicht? Ja, deswegen. Und sie hatten sich viel zu sagen gehabt und wollten sich immer treffen. Und es ist immer was dazwischen gekommen. Und er hat sie ein halbes Jahr nicht gesehen praktisch. Ne? Hast du irgendwie Kontakt nochmal gehabt zu den Leuten, die dann in das Haus eingezogen sind? Nein. Vielleicht hat es sich... Und hier in diesem Haus haben wir Ruhe. Und ich habe auch schon mal gelesen, das kann sein, dass die Seele irgendwann auch das andere Haus findet. Dass die so lange Ruhe gibt. Weil, das weiß ich, ob das stimmt, weiß es nicht. Wir wollen es nicht beschwören. Nee. Und dann hatten wir ja noch das Thema gehabt, ich habe einen extra Raum da im Haus Kaninchen gehabt. Mhm. Und die sind über, also tagsüber habe ich die freilaufen gehabt und nachts sind sie immer im Käfig gekommen. Mhm. Und die Käfige, das sind stabile Käfige, die haben wir beide zusammen verschlossen. Weil ich bin kurz vorher aus dem Krankenhaus gekommen, konnte mich nicht bücken. Da hat mein Lebensgefährte ist dann mit reingegangen und hat eben die Käfige dicht gemacht, weil ich mich nicht so weit bücken konnte. Mhm. Und den nächsten Morgen gehe ich in den Raum rein, will die Kaninchen rauslassen. Da ist ein Kaninchen draußen und das Dollste ist, der Käfig war original verschlossen. Ich stand da wie versteinert. Und die ganze Nacht über waren die Kaninchen unruhig, was sonst nie ist. Die haben nur geklopft. Die klopfen ja mit ihren Hinterläufen so sonderbar immer, ne? Du hast an solche Sachen früher nie geglaubt? Nein, auch jetzt kann ich es mir noch nicht erklären. Ja gut, jetzt hast du es ja erlebt. Ich habe es erlebt, aber wie das, also das macht einen ganz kirre irgendwie, weil man... Du kannst es dir nicht erklären? Man kann sich nicht erklären, was da abgegangen ist, wie das zusammenhängt. Glaubst du denn an, dass es vielleicht eine Seele ist oder denkst du, es kann auch irgendwas ganz anderes sein? Irgendetwas, was man einfach noch nicht begreift oder was man nicht kennt? Das weiß ich eben nicht, kann ich mir selbst nicht antworten. Ich rede da auch heute noch oft drüber, dann sagt man ungefähr immer, Mensch, schließ da doch mit ab, ist doch nicht mehr. Wir haben hier und hier ist es ruhig, ne? Das ist mal so die... Du guckst zu den Türgriff hin, du hörst das Geräusch, als wenn das jemand ganz sachte macht. Aber es passiert ja nichts. Also das ist ja immer so die Diskussion, wenn solche Phänomene auftreten. Da gibt es dann gleich die Leute, die 1000 Erklärungen haben, die Seele und was ist das, ein Geist oder so. Aber vielleicht sind es auch ganz andere Ursachen, die wir einfach, wie gesagt, noch nicht begreifen können. Ja. Die man vielleicht sogar erklären könnte, wenn man sich genau damit beschäftigt. Ja. Aber dennoch ist es natürlich sehr gruselig und es erschüttert einen irgendwie. Ne? Also mir wird das erschüttert. Ich habe auch nur einer Bekannten erzählt, die mich auch gut kennt und die auch genau weiß, dass ich ein realistischer Typ bin und mir nichts einbilde und was weiß ich, aber die hat es im Bekanntenkreis schon mal gehört von einem, wo der Vater gestorben ist. Da ist da ähnliche Dinge. Es könnte ja sein, dass so ein Erlebnis, wenn man das so massiv erlebt, wie du es erlebt hast, über so einen langen Zeitraum, dass so das Weltbild schon ins Schwanken kommt. Ja, es ist auch das. Ich finde es auch unheimlich, wenn ich mir jetzt auch vorstelle, wenn mit mir mal was ist und ich sterbe und ich soll da irgendwie vielleicht, man weiß ja auch gar nicht, was man da mitkriegt oder nicht, wenn man jetzt auch mal, wenn man überlegt, es passiert an, was man stirbt und man sieht jetzt, dass in der Familie ein Unheil ist oder irgendwas Schlimmes ist und man kann nicht eingreifen oder so, ne? Ja, das sind so meine Gedanken. Kann man gar nichts drüber sagen, das ist reine Spekulation. Ja, ne? Das ist alles, man kann wirklich nichts. Man kann gar nichts sagen. Wir wollen nur hoffen, dass dieses euch in Ruhe lässt. Ja. Angela, danke für deinen Anruf, war sehr interessant. Okay, und weiter so mit der tollen Sendung. Dankeschön. Okay. Auf Wiederhören, tschüss. Geschichten aus der Dunkelheit ist unser Thema heute Nacht. Wenn ihr mir auch Geschichten aus der Dunkelheit erzählen wollt, egal was passiert ist, dann meldet euch 0800 220 5050. Weiter geht es mit dem Frank und Frank ist 20. Hallo Frank. Ja, hallo Domian. Hallo Frank, schönen guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Und zwar, ich wurde 2002 von 3 Rechtsradikalen um Mitternacht geschlagen, also verprügelt. Um Mitternacht, also mitten in der Dunkelheit. Das war mitten in der Dunkelheit. Was genau, wie genau ist es passiert? Erzähl mal. Ja, und zwar, ich war bei meiner Mutter gewesen zu Ostern
Und wie gesagt, am Ostersonntag musste ich wieder zurück nach Weißwasser, eine WG zurück. Mhm. So, und nun wollte ich aber vorher mit einem Kumpel noch auf den Bahnhof gehen. Und da war ich bei dem seiner Familie, ob er da ist. Ja. Und er war ja nicht da. Und ich bin dann gelaufen an der Hauptstraße entlang. Mhm. Und wie gesagt, an der Hauptstraße kamen mir dann drei Rechtsradikale entgegen und die haben mich dann verpocht. Die hast du auch gleich als solche erkannt, dass ja, das. Ja, ja, und ja. Wie fing das an? Fingen die sofort Streit? Haben die sofort Streit? Nee, ja, die haben erstmal angepöbelt, ob ich die angespuckt hätte und ob ich was gesagt hätte. Mhm. Dann habe ich gesagt, nee, habe ich nicht. Und dann bin ich dann einfach nochmal weitergegangen, weil ich habe gedacht, naja, ist ja jetzt vorbei und so. Und jedenfalls, dann kamen die dann alle drei dann von hinten auf mich zugerannt. Und dann haben die mich da, also da gibt's eine Gaststätte an der Hauptstraße, und da haben die mich dann am Zaun gedrückt. Und dann haben die gesagt, du hast doch was gesagt, sag ich. Nee, und dann hat die schon eine sitzen gehabt. Mhm. Wie sehr haben sie dich verprügelt? Das war massiv. Also, wie gesagt, warst du verletzt? Ich wurde dann bewusstlos. Bewusstlos sogar. Ja, also mindestens 2 Minuten. Also ich kann es nicht ganz genau sagen. Also jedenfalls, ich bin dann wach geworden und dann haben die wahrscheinlich losgelassen. Die sind gerade von mir los, die haben mich gerade losgelassen und die sind dann gegangen, weil ich, vielleicht habe ich im Unterbewusstsein Hilfe geschrieben, weil es kommt mir so vor, weil ich die Bilder nur alle so vorm Auge habe, ja. Ne? Und dass ich nach Hilfe schreie und so. Wie gesagt, die haben mich losgelassen und ich habe dann mit letzter Kraft meine Tasche, die habe ich alles liegen gelassen und jedenfalls bin ich in die Gaststätte rein und setze mich da an der Bar dort und fragte mich die Barfrau dort jetzt, was denn mit mir los sei. Mhm. Da habe ich gesagt, na, ich wurde gerade verprügelt. Und auf das Wort verprügelt, da waren nämlich noch Gäste da drin, da sind die da rausgestürmt und haben die versucht zu kriegen. Und haben sie sie gekriegt? Nicht bekommen. Nee, nein. Warst du so verletzt, dass du im Krankenhaus behandelt werden musstest? Ja. Was für Verletzungen hattest du? Also Schädel-Hirntrauma, dann hatte ich also Bauchschmerzen gehabt, aber das war bloß eine Prellung halt, hatte ich gehabt. Und dann Schürfwunden, Kopfplatzwunde, Nasenbluten, ja, also es war schon heftig, also heftig. So schlimm, also schwere Dinger wie Knochenbruch oder so hatte ich nicht gehabt. Gott sei Dank nicht, ja. Ja, ich habe mich auch wahrscheinlich so gekrümmt und geschützt und. Aber da war keiner auf der Straße, der dir hätte helfen können. Das Lustigste war ja, das war ja an der Hauptstraße und da sind Autos vorbeigefahren. Mhm. Ne? Ja, keiner hatte angehalten oder so. Ja. Das ist schlimm, also weiß nicht. Hast du Anzeige gegen Unbekannt erstattet? Ja, habe ich erstattet. Die haben sie bekommen. Ach, die haben sie bekommen sogar? Ja, die standen da noch in der Nähe rum. Und jedenfalls haben sie die noch bekommen. Wie, die standen in der Nähe rum? Ich meine, die Leute aus dem... Das war, die haben sie versteckt in den Büschen. Ach so, und dann hat die Polizei die in der Nacht dann noch erwischt? Ja, die haben sie noch erwischt. Noch. Ach, aber die Leute aus der Gastwirtschaft, die haben sie nicht erwischt? Nee. Die wollten ja auch sie, ne? Nee. Ja, und? Was ist daraus geworden? Ja, und daraus ist geworden zu einer Gerichtsverhandlung, aber die wurden zu einer Geldstrafe verdonnert bloß. Wie hoch war die Geldstrafe? So 2000 Euro waren das. Und konnten die überhaupt zahlen? Weißt du was? Ja, konnten sie. Also alle drei zusammen hatten 2000 insgesamt. Ne? Ja. Wie hast du dieses Urteil empfunden? Ja, lasch. Es hätte ja alles so viel schlimmer ausgehen können. Das hätte viel schlimmer ausgehen können. Du hättest schwer verletzt sein können. Ja, ein Schlag noch an der falschen Stelle und wer weiß, was geschehen wäre. So, das ist deine Erinnerung, wenn du an die Dunkelheit denkst. Ja, eine üble Geschichte aus der Dunkelheit. Ja. Und wie gesagt, die psychischen Probleme sind immer noch, ne? Also, wie gesagt, meine Freunde, die versuchen mich immer rumzukriegen, noch in eine Disco zu gehen. Und das ist ja abends immer eine Dunkelheit halt. Ne? Und jedenfalls, ich sage, nee, ich gehe da nicht raus. Also hat das eine Nachwirkung, obwohl es 3 Jahre jetzt schon her ist? Ja. Und wenn ich jetzt abends schlafen gehe, dann muss ich immer ein Licht anhaben. Ein kleines Lämpchen oder so. Ah ja. Also, das ist richtig schlimm, Schlafstörung. Also, das ist, weiß ich nicht. Also das wünsche ich keinem sowas. Also wenn das so lange noch nachhält, macht mich das schon so ein bisschen nachdenklich. Das macht Ich würde gerne, dass du mit einer Psychologin ein paar Worte redest noch. Mhm. Einverstanden? Ja, in Ordnung. Dann legst du auf und die Simone ruft dich gleich an. Okay. Frank, alles Gute. Auf dass nie wieder sowas passiert. Na, okay. Tschüss. Tschüssi. Ali ist hier. Ali ist 22. Hallo Ali. Ja, hallo Domian. Ja, grüß dich. Grüß dich. Ich wollte erstmal sagen, dass ich deine Sendung super finde. Dankeschön. Und das, Also, du hast dich auch zu dem Thema heute gemeldet. Genau, ja. Geschichten aus der Dunkelheit. Mhm. Ich meine, jeder stellt sich darunter was Eigenes vor. Genau. Geschichten aus der Dunkelheit. Bei mir ist es halt so, dass ich eigentlich helfen hätte müssen, aber es nicht getan habe. Eine Bitte mal eben. Ja? Hast du den Ton von deinem Fernseher ganz weg? Oh, Entschuldigung, Moment. Weil wir einen
So, Echo jetzt haben. Ja, jetzt ist es besser, ja. Genau. Du hättest helfen sollen, aber hast es nicht getan. Genau. Und deswegen was ist genau ich passiert? Gewissen. Was ist geschehen? Ja, das war vor 3 Monaten. Ich kam aus der Diskothek. Ja. War schon ein bisschen angeheitert und da ich einen kurzen Heimweg habe, bin ich zu Fuß gelaufen. Mhm. Vor mir lief ein Pärchen und die haben sich erstmal angefangen, verbal zu streiten. Mhm. Das heißt, das war noch nicht handgreiflich, das war noch im Normal, es ging noch, das konnte man noch mit ansehen. Mhm. Ich bin dann da lang gelaufen, neben denen, habe denen einen Blick zugeworfen, habe gesehen, wie der Kerl mich dann auch angeguckt hat und auch böse mich angeguckt hat. In dem Moment dachte ich, na gut, hast nichts mit zu tun, läufst du weiter. Mhm. Ich habe mich dann immer Stück für Stück davon entfernt und habe dann langsam gehört, wie das Mädchen angefangen hat zu schreien. Also er hat dir eine Backpfeife gegeben, das hatte ich noch mitgekriegt. Ja. Doch als ich umso weiter ich ging, 10, 20 Meter, sah ich schon, habe mich wieder umgedreht, dass sie auf dem Boden lag und der auf sie eingetreten hat. Mhm. Und ich habe da leider nichts gemacht. Ich habe da auch kein Handy dabei, sonst hätte ich die Polizei, hätte ich auf jeden Fall gerufen, aber... Ja. Ich hatte kein Handy dabei, weil ich das grundsätzlich nicht mitnehme in die Diskothek. Aber du warst doch in der Nähe von deinem Zuhause. Ja, das stimmt. Warum hast du denn nicht zu Hause? Bis zum Heimweg hatte ich noch mindestens 5 bis 10 Minuten vor mir. Dennoch, hättest du dann noch anrufen können. Ja, das habe ich leider nicht getan. Auch nicht mal. Weißt du, was daraus geworden ist? Ja, das kann ich dir auch genau sagen. Denn in der Nacht, also es war dunkel, ich habe nicht erkannt, wer es genau war. Ich habe da auch nicht ziemlich neugierig nicht hingeguckt. Ich habe nur einmal hingeguckt. Mhm. Und da habe ich auch gesehen, wie er mir zurückgeguckt hat. Und da hatte ich halt ein bisschen Angst. Mhm. Gebe ich ganz ehrlich zu. Mhm. Als ich dann in der Schule war, habe ich ein Mädchen gesehen, was blaue Augen hatte. Also wo man auch gesehen hat, die Backe ist dick und alles. Ja. Wo ich dann gefragt habe, mein Kumpel, ja du, was denn da passiert? Da hat er mir erzählt, ja so, die wurde von ihrem Freund auf dem Weg von der Disco zusammengeschlagen. Mhm. So, weil sie fremdgegangen ist in der Diskothek. Und wie das, auch das kann sein, dass die das war. Das war sie 100%. Weil es eine Diskothek bei uns in der Nähe gibt. Hast du sie angesprochen? Nein, nee. Das wollte ich eigentlich machen. Jetzt ist da schon eine Zeit, also Gras über die Geschichte gewachsen. Die Verletzungen haben auch schon bei ihr verheilt, das hat man schon gesehen. Mhm. Aber ich habe mich bis heute nicht getraut, hinzugehen zu sagen... So, jetzt pass mal auf. Natürlich hast du da dich nicht richtig verhalten. Man kann ja verstehen, dass du Angst hattest. Aber du hättest auf jeden Fall schnell nach Hause rennen sollen und die Polizei alarmieren sollen. Ja, du hast recht. Ist klar, ne? So, aber jetzt... gibt es ja vielleicht eine Chance, das unter Umständen vielleicht ein bisschen gut zu machen. Sprich doch dieses Mädel einfach mal an. Du weißt ja gar nicht, wie sich das weiterentwickelt hat. Vielleicht würde die ja sogar gerne Anzeige gegen ihren Freund erstatten. Ja, und wollte sie auch. Das ist ja das Problem. So, und du bist der Zeuge. Ja, das und, stimmt. Und sie hätte dann einen Zeugen und du könntest ihr nachträglich helfen. Ja, das Einzige, was jetzt im Weg steht, ist die Angst. So, weil immer noch. Ja, ich meine, ich habe keine Lust, mit den Ärger zu haben mit der Klientel. Also ihr Freund und der hat halt auch so eine Gruppe. Ja, ist mir klar. Ist mir klar. Aber ein bisschen Zivilcourage muss man schon haben. Ja, muss man auch. Finde ich schon. Also vielleicht erledigt sich die Sache ja auch, dass sie sagt, sie will gar keine Hilfe und dann ist die Sache gegessen. Mhm. Aber nachdem du schon einmal einen Fehltritt gemacht hast, würde ich jetzt versuchen, das aber wieder gut zu machen und auch das Risiko in Kauf nehmen. Wenn du, vielleicht kannst du so dem Mädel beistehen, dass sie ihr Recht bekommt und dass sie, ja. Meinst du, aber 3 Monate nach der Sache wird sich das noch lohnen? Also ja, natürlich, klar. So schnell mahlen die Mühlen des Rechts nicht. Je nachdem, was da vorgefallen ist. Also eins kann ich ja dazu sagen, nachdem ich dieses schlechte Gewissen dann hatte von diesem Vorfall, jedes Mal, wenn ich irgendwann jetzt irgendwie im Dunkeln, egal ob das mit Freunden ist oder so, dass wir langlaufen und wenn ich immer nach Ausschau, ob ich wieder sowas erlebe, dann würde ich auf jeden Fall total anders handeln. Sagst du jetzt, aber du traust dich nicht, das Mädchen anzusprechen. Ja, das traue ich mir nicht, weil du musst auch so sehen, es ist nun mal so... Ich bin ein Südländer und als Türke halt, ich gebe es mal ganz ehrlich zu. Hm? Und man geht ja davon aus, dass wir nach außen her sehr stark sind. Also, weil das ist so das Schema. Alle denken, ja, guck mal so, der so. Und wenn ich mich jetzt outen würde und sagen würde, ich habe dagegen nichts gemacht, guck mal so. Ja, du musst das ja nicht an die große Öffentlichkeit hängen. Du musst ja sonst erstmal nur unter 4 Augen mit dem Mädel reden. Ja, das ist so eigentlich auch wieder. Das so, und das ist, ich finde, das ist auch eine Frage der Ehre, dass man das dann tut. Wenn man einmal schon was falsch gemacht hat, dass man zum zweiten Mal eine Chance hat, und die hast du jetzt, eventuell es richtig zu machen, dann mach es auch, Mensch. Ist meine Meinung, ich meine, ich sag dir einfach nur meine Meinung dazu. Ja, nee, die Meinung, die schätze ich ja, sonst würde ich ja nicht anrufen. Ja, ja, also, genau. Das ist ja, da hast du recht. Und du meinst, ich sollte einfach so auf sie zugehen? Ja, würde ich sagen, tun. Du, ich war das, der das damals mit beobachtet hat. Mhm.
nach dem Motto, kann ich hier irgendwie noch behilflich sein oder ist die Sache jetzt für dich gegessen und dann war es das halt und tschüss. Ja? Du hast recht, das wäre vielleicht... Denk mal drüber nach. Das wäre, glaube ich, das Richtige. Ja. Vielleicht soll ich das auch tun, aber wie gesagt, Bremerhaven ist klein. Mhm. Also nicht so groß, wir haben nur 100.000 Einwohner. Ist mir klar, ist mir alles klar. Und jeder kennt sich, das ist das Problem. Mhm. Und denk mal drüber nach, Ali. Na gut, mach ich doch. Alles Gute. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer zu unserem Thema Geschichten aus der Dunkelheit. Ich möchte gerne eure Geschichten hören, die ihr mit Dunkelheit verbindet oder was ihr in der Dunkelheit, in der Finsternis, in der Nacht schon alles erlebt habt. Friederike ist hier und Friederike ist, nee, Ute ist hier. Erstmal, Ute ist 40. Hallo Ute. Hallo. Hallo Ute, guten Morgen. Morgen. Ja, an was denkst du, wenn du an Dunkelheit und Nacht denkst? Ja, ich habe sowas Ähnliches passiert wie die eine Anruferin schon. Und zwar habe ich auf einem alten Bauernhof gelebt mit meiner Familie. Mhm. Und wenn mein Mann zur Nachtschicht war, dann knallte das über dem Raum, in dem ich saß. Als ob irgendwie ein Schrank umgefallen wäre. Aber du warst ja ganz alleine in dem Haus. Ja, die Kinder schliefen. Die Kinder schliefen, ne? Aber die schliefen in einem anderen Raum, die konnten das nicht gewesen sein. Eins von den Kindern schlief in diesem Raum, wo es knallte. Ach so. Nur da waren keine Schränke und eben das Kind schlief. Das ist, wie es das erste Mal passiert ist. Es war wirklich unheimlich laut, es vibrierte unten im Wohnzimmer. Ja. Und ich bin dann hochgerannt und es war nichts. Und das Kind schlief? Ja, und das Kind schlief. Mhm. Und das ist dann so 2-3 Mal passiert und dann habe ich das erste Mal meinen Mann drauf angesprochen und der erklärte mich natürlich für bescheuert. Ein altes Bauernhaus, das heißt, da waren dann auch so Holzdielen. Genau. Das heißt, wenn da sowas umfallen würde, das hört man dann wirklich sehr, ne? Sehr intensiv. Ja. Und so, ja. So klang es. Ja, also es ist da wirklich, als ob ein großer Wohnzimmerschrank umfallen würde. Ja, und irgendwie habe ich ihm das immer wieder mal erzählt und dann... Irgendwann mal auf der Arbeit hat ein Arbeitskollegen so von wegen, ja, meine Frau, die dreht langsam zu Hause durch, so ungefähr, und erzählte das dann. Und der sagte, weißt du was, ich spreche mal meine Frau an, weil es war eine Ägypterin und die beschäftigte sich mit sowas. Ach ja. Und dann kam dann irgendwann von meinem Mann, die sagt mir, beziehungsweise er sagte ihr dann, dass... ich mich mal erkundigen sollte, was in diesem Haus passiert ist. Mhm. Und dann bin ich zu den anderen alten Bauern hin, die ja eben im Umkreis noch waren, und habe dann einfach auch mal gefragt. Ja. Und da war das dann eben so, dass vor meiner Geburt da ein Mann mit seiner Mutter gelebt hat. Mhm. Und die haben sich hinterher immer mehr in den Köpfe gekriegt und da sollen dann auch die Teller und die Tassen geflogen sein. Mhm. Und da meinte die Ägypterin eben, das könnte dieser Knall sein. Mhm. Ne? Mhm. Aber die Teller und Tassen fliegen ist ja ein bisschen harmloser, als wenn ein Schrank umkracht. Ja, stimmt schon. Ich kann es auch nicht erklären. Keine Ahnung. Wie oft ist das denn, das habe ich gerade gar nicht richtig verstanden, wie oft ist das vorgekommen? Im Monat vielleicht 2-3 Mal. Ist schon sehr viel. Und immer dasselbe Geräusch? Ja. Und immer in dem Zimmer? Genau. Mhm. Hattet ihr diesen Bauernhof gekauft? Nein, wir hatten dann nur zur Miete gewohnt. Ach so, zur Miete gewohnt. Mhm. Ja. Ja, wie ging das dann weiter und wie ging das aus, die ganze Geschichte? Ja, das ist eben die Ägypterin, die kam dann irgendeinen Abend und ich erzählte ihr das dann. Mhm. Und sie sagte dann, pass auf, wenn das wieder nochmal vorkommt, dann gehst du hoch, guckst in irgendeine Ecke oder sonst irgendwas und sprichst einfach und sagst, pass auf, ich kann da nicht zu, was hier passiert ist und lass uns doch bitte in Ruhe und so. Ja. Und es hörte sich im Endeffekt total blödsinnig an. Wie ich das auch gemacht habe, ich habe mir einen gegrinst irgendwie. Du hast es gemacht, also es krachte wieder oben und dann bist du hochgegangen, was ja auch schon einen gewissen Mut von dir verlangt hat. Du bist in das Zimmer gegangen, dein Kind lag da wieder drin. Ja. Es schlief. Ja. Und dann hast du in die dunkle Ecke des Zimmers gesprochen. Genau. Hier, ich habe damit nichts zu tun, was hier auch immer passiert sein mag. Lasst mich bitte in Ruhe. Ja. Und dann? Danach ist es nie wieder passiert. Ach. Das ist schon verrückt, ne? Ja. Das ist auch, ich kann es heute immer noch nicht erklären, auch wenn ich heute noch so dran denke, ich muss eigentlich grinsen, weil ich kam mir so blöd dabei vor.
Hat dein Mann es dir irgendwann, dein Partner irgendwann geglaubt? Oder? Nein. Bis heute nicht, wirklich? Nein, er hat es auch nie gehört. Wenn ich alleine war. Das ist natürlich ganz schlimm, wenn man solche Sachen nur alleine wahrnimmt. Ja. Bei der Anruferin vorhin waren das ja mehrere Leute, die es wahrgenommen haben. Also sie mit ihr und ihr Partner. Aber wenn man das alleine wahrnimmt, dann steht man natürlich schnell da, dass alle Leute sagen, ja, du spinnst und genau. Das bildest du dir ein und hast du vielleicht ein Schnäpschen und ein Glas Wein zu viel getrunken oder ich weiß nicht was. Ne? Genau. Ja. Hast du denn früher an solche Sachen geglaubt? Nein. Glaubst du jetzt dran, nachdem du es erlebt hast oder zweifelst du? Ich zweifle. Also ich bin nicht davon überzeugt. Ich glaube auch nicht dran, aber irgendwas muss ja sein. Weil es ist ja irgendwo, ist es eine Geschichte, weiß ich nicht. Ne? Es wäre vielleicht Jahre weitergegangen. Wohnst du immer noch in diesem Haus? Nein. Nee. Ich könnte mir vorstellen, wenn mir so etwas passieren würde in einem solchen Haus, in einer solchen Umgebung, auch wenn es dann aufhört, wäre mir diese Umgebung immer unheimlich. Nee, komischerweise war es das nie. Ich habe zwar die ersten paar Male habe ich mich erschrocken, aber danach, man gewöhnt sich irgendwo dran, finde ich. Ja, ehrlich, wenn über einem ein ganzer Schrank umstürzt, ja. Da gewöhnt man sich dran. Ja, doch. Hattest du nicht? Ich meine, dein Kind lag in dem Raum. Ja. Das hat vielleicht die Angst ein wenig genommen, da reinzugehen. Wenn du dir vorstellst, stell dir mal vor, da hätte dein Kind nicht drin geschlafen. Dann wäre das doch noch gruseliger gewesen, die Tür aufzumachen, oder? Ich weiß nicht. Ich denke mal, ich habe zu der Zeit eigentlich mehr darüber gelacht. Weil ich habe da einfach nicht dran geglaubt. Ich meine, es ist ja gut, wenn du so damit umgehen kannst. Na, also, wie lange liegt das jetzt zurück? Oh, mein Kleiner ist jetzt 18. Oh, das ist schon 16 Jahre bestimmt. Ah, ja. Und dann ist nie wieder irgend so etwas passiert in deinem Leben? Nein. Nie wieder? Nein. Ja, ich weiß es auch nicht. Es gibt sonderbare Dinge, die man nicht erklären kann, glaube ich. Ne? Und sicher, manchmal passiert das oder spielt sich das auch nur in der Psyche desjenigen ab, der davon erzählt. Aber manchmal gibt es das wirklich auch real. Das glaube ich. Ja, das kommt drauf an. Ja, aber du hast gesagt, lass uns in Ruhe hier, wir haben da nichts mit zu tun und tschüss. Ne? Ja. Ja, wenn es denn geholfen hat. Hatte die Ägypterin einen guten Rat für dich? Ja, doch. Das war eine magische Frau. Ja. Ja. Danke für deinen Anruf, Ute. Okay. Tschüss. Friederike ist hier. 52. Hallo, Friederike. Ja, hallo, guten Abend. Guten Abend. Geschichten aus der Dunkelheit. Ja, genau. Meine Geschichte ist eigentlich ganz real im Gegensatz zu der vorherigen. Ich fahre also seit 17 Jahren nachts Taxi, ausschließlich nachts. Immer nachts Taxi? Ja. Dann reichen wir Nachtarbeiter uns die Hände gerade. Ja, genau. Wie viele Jahre fährst du? Ich habe gar nicht verstanden. Seit 17 Jahren. 17 Jahre? Ja. Mann, oh Mann, das ist eine lange Zeit. Ich habe das mal angefangen nach dem Studiumabbruch und zwei Kinder alleinerziehend durchbringen müssen. Ja. Und dann habe ich erst angefangen zu funken, habe den Taxischein gemacht, bis ich dann zuletzt ein eigenes Taxi hatte. Ne? Wo fährst du Taxi? In einer mitteldeutschen oder in einer norddeutschen mittelgroßen Stadt. Ach so. 150.000 Einwohner. Das heißt, du kannst uns im Radio nachts nicht hören? Doch, das kannst du hören. Doch, ah, ja, also länderübergreifend. Ah, ja. Weil eins live so ganz, aber das kann natürlich sein. Wenn ich dann mal zu Hause bin und das sogenannte Nachtschichtsyndrom mich plagt und ich nicht schlafen kann, dann schaue ich halt, das habe ich richtig ja. Genau. Nachtschichtsyndrom. Wie kommst du damit zurecht, wenn man 17 Jahre in der Nacht arbeitet? Ja, das ist manchmal ganz schwierig. Wie gesagt, man läuft der Nacht zur Hochform auf. Sprich jetzt, ne? Ja. Du hast deine freie Nacht im Moment? Ja, ich habe im Moment, mache ich wenig mit Taxifahren. Ich funke mehr jetzt, ne? Ich mache jetzt mehr den Funk in der Taxizentrale. Ich fahre hin und wieder. Bist du im Dienst im Moment? Nee. Heute ist frei. Wenn du dann frei hast, mir geht das so. Wenn ich frei habe, lebe ich auch in der Nacht, weil ich mich gar nicht für ein, zwei Tage groß umstellen kann. Geht dir das genauso? Ja, das ist natürlich klar. Die Mahlzeiten, alles nimmt man nachts an. Der ganze Körper verändert sich, ne? Und vor allen Dingen, was ich auch dabei so ein bisschen empfinde, inzwischen habe ich mich eingerichtet, die Freundschaften. Man kann sie nicht pflegen, ne? Weil normale Menschen müssen nachts schlafen. Ja, ne? So, jetzt hast du heute Nacht frei. Ja. Wann gehst du schlafen? Ich denke mal, irgendwann werde ich gleich gegen 3:30, 4 noch eine halbe Stunde lesen und dann werde ich irgendwann mich verabschieden. Ja, und wann gehst du normalerweise schlafen, wenn du Dienst hast? Ja, so, ist ganz verschieden. So 22, 23 Uhr ist so die normale Bellegongstid, sagen wir hier. Ne, ist die normale Schlafenszeit. Und wenn ich dann wirklich 3-4 Schichten hinter mir habe, Nachtschicht, dann habe ich wirklich ein Problem, erst wieder
Nee, ich meine, wenn du normal deine Nachtschicht hast, wann kommst du ins Bett? Ach so, nee, bis 6 Uhr morgens. Bis 6 Uhr morgens. Und dann die Kinder, das Kind zur Schule bringen, so 8 Uhr wird es immer werden, ne? Kind hast du auch noch? Ja, ja. Und dann bis mittags, wenn der aus der Schule wiederkommt, möchte er was zu essen, so 4-5 Stunden, das ist dann... Du bekommst im Winter ja kaum Sonne mit. Das ist, ja, das stimmt. Großes Problem, ne? Ja, das ist wirklich ein Problem. Mhm. Man geht ins Bett, wenn es dunkel ist und steht auf, oder quasi wenn es dunkel ist. Hat dieses Nachtleben, diese Nachtarbeit und das damit verbundene Nachtleben auch Vorteile für dich? Tja, weiß ich, Vorteile könnte ich ad hoc gar nicht sagen. Ich habe mich eingerichtet. Mhm. Ja, im Grunde, wenn ich ganz ehrlich bin, hat es eigentlich keine Vorteile, ne? Mhm. Weil ich ja noch das Kind habe. Man würde sich anders einrichten, wenn man ohne Kind wäre, nur für sich, ne? Warum man ist ständig müde tagsüber mit Schularbeiten machen und so. Ja. Ne? Wie lange schläfst du dann? Bis wie viel Uhr, wenn du morgens... Ja, so bis eins. Aus der Schule kommst. Ne? Mhm. Warum kannst du das nicht anders organisieren, dass du auch am Tage arbeitest? Oder warum organisieren? Nee, das möchte ich also gar nicht. Tagsüber Taxi fahren, ich mache das also nebenher, ne? Das ist also ein Nebenjob, ne? Ich habe hauptberuflich was anderes, ne? Ach so, das ist ein Nebenjob? Ja, das ist ein Nebenjob. Was machst du hauptberuflich? Ich arbeite in der Verwaltung irgendwo. Ach, du hast einen richtigen festen Job? Ich habe einen richtig festen Job. Und fährst dann zusätzlich seit 17 Jahren auch in der Nacht noch Taxi? Im Moment sage ich, wenn mich jemand nach meinem Beruf fragt, sage ich Taxi fahren, ja. Aber früher, ich musste das nach dem Studium, wie ich schon mal gesagt habe, nach dem Studium hauptberuflich machen, um 2 Kinder durchzubringen. Wie viele Stunden am Tag arbeitest du denn in deinem Hauptberuf? Ich habe eine 3/4-Stelle. Ich habe eine feste Stundenzahl im Monat und wenn ich die abgearbeitet habe, dann kann ich so einrichten, dass ich nebenher Taxi fahre. Respekt. Das heißt, du hast einen Haushalt, du hast ein Kind. Hast einen Mann auch noch zu versorgen? Nee, Gott sei Dank nicht. Aber Kind, Haushalt. Kind, Haus. Dann 17 Jahre Nachtschicht beim Taxifahren und auch noch eine Stelle in der Verwaltung. Aber Respekt, Friederike. Ja, man lässt schon Federn, ne? Ja. Respekt. Merkst du, dass es so dir irgendwie auf die Gesundheit schlägt? Du bist 52 Jahre jetzt alt. Ja. Spürst du, dass es irgendwie... Ach, man ist ständig müde, ne? Aber da gewöhnt man sich ja auch daran. Wie alt ist dein Kind? 12. 12. Ja, da musst du dich immer noch kümmern und das ist, musst du präsent sein. Wie lange willst du noch so leben? Bitte? Warum? Wie lange willst du noch so leben? Ja, kann ich dir auch nicht sagen, weiß ich nicht. Mal gucken, irgendwann, wie gesagt, ich bin ja jetzt nicht mehr so oft auf dem Taxi, sondern arbeite im Funk, ne? Und ich schicke die Leute dann durch die Stadt, ne? Da klingelt gerade ein Telefon, oder? Bei dir? Musst du da ran? Ja, ist kein Problem. aber was ich gerade noch fragen wollte, warum hast du dir das denn aufgehalst, über einen so langen Zeitraum 2 Jobs zu haben? Ich sehe das nicht als Aufhalten. Ne? Ich bin erstmal dabei, ich renoviere einen Altbau inzwischen. Ne? Und ja, ist das auch noch. Und ich habe es damals also wirklich gemacht, nach dem Studium musste ich 2 Kinder durchbringen. Ne? Ja. Und bin dann irgendwie dabei geblieben. Und wenn du einmal Taxi gefahren bist, und das ist, ich will nicht sagen wie eine Sucht, aber man möchte immer wieder irgendwo diesen Stallgeruch nicht missen mögen. Ne? Na gut, das Finanzielle wird auch eine Rolle spielen. Ne? Unter Umständen, ja. Klar, wenn du sagst, du renovierst da irgendwas, was ja auch noch Zeit dann in Anspruch nimmt. Ne? Ja, ja. Du bist aber eine tolle Frau, muss ich dir sagen. Ja, ich weiß nicht. Naja, aber so alles zu managen, das würde manch einer aber wirklich nicht schaffen. Eine sehr fleißige Frau auf jeden Fall. Ja, das ist ohne Zweifel. Ja. Aber wie gesagt, da bleiben viele Freundschaften, Bekanntschaften. Das glaube ich wirklich, ja. Ja, wann hast du noch Zeit, Freundschaften zu pflegen? Ja, die finden meist dann abends oder früh nachmittags statt oder zwischendurch mal. Ich bin auch so, dass ich hin und wieder alle 4 Wochen pflege. Ich habe einen Bekannten in Hamburg, dass ich ins Theater fahre, dann gehen wir ins Thalia-Theater oder so. Ne? Ja. Das lasse ich mir also nicht nehmen. Ne? Das sind feste Bestandteile und das organisiere ich dann. Ist dir dieser Bekannte eine Beziehung? Nee, ist ein ganz guter Freund. Bleibt denn da noch Zeit für Liebe? Jein. Ne? Großes Problem bestimmt, ne? Ich habe mal auf dem Taxi, viel spielt sich auf dem Taxi ab, ne? Also wenn du als Frau nachts Taxi fährst, dann gehst du nicht morgens nach Hause ohne eine Einladung zum Essen, zum Kaffee oder so. Das glaube ich. Bist du schon mal gefolgt? Ich habe mich einmal drauf eingelassen. Ja, und das hat eine 3-jährige Beziehung dann nach sich gezogen. Ja, ist wirklich mal. Das ist sehr lustig. Ja, da hat jemand seinen Haustürschlüssel vergessen bei starkem Regen nachts. Und ich habe ihn dann wieder in die Uni gefahren und wieder zurück. Und dann kamen wir ins Gespräch, habe ich eine Stunde mein Taxi hingestellt für Kaffee trinken. Und das waren dann 3 Jahre. Ja. Also könnte sich auch nochmal wiederholen. Durchaus. Ja. Es könnte sich auch nochmal wiederholen, sowas. Ach, muss nicht im Moment. Muss nicht sein. Im Moment muss kein Mann im Leben so nah sein. Nee, nicht unbedingt.
Ja, Friederike, dann wünsche ich dir wirklich viel Kraft für dein anstrengendes Leben, was du da führst. Ja, selber und auch. Vor allen Dingen Gesundheit. Das ist das Wichtigste. Dankeschön. Ja, tschüss, Friederike. Tschüss. Ja, ciao. Ihr lieben Hinweis auf Samstag. Samstag Promi-Talk bei mir. Mein Gast ist Jürgen von der Lippe. Die Sendung findet statt, beginnt diesmal ein bisschen anders als sonst, nämlich um 23.25 Uhr im WDR-Fernsehen. Jürgen von der Lippe, mein Gast. Und wenn ihr euch gerne mit Jürgen von der Lippe auch unterhalten wollt, meldet euch am besten jetzt schon an unter domian.wdr.de und dann können wir da vielleicht irgendwas hinstricken während der Sendung. So, Martin ist hier. Martin ist 41 Jahre alt. Hör, Martin. Ja, hallo Jürgen. Ja, hallo. Du wirst mir auch eine Geschichte aus der Dunkelheit erzählen. Zum Thema Dunkelheit Stellung nehmen. Ich arbeite auf einem Steinkohlebergwerk in Kamp-Lietport. Ja. Und da fahre ich jeden Tag 1000 Meter tief unter die Erde. Ach, 1000 Meter tief. Ja, und dies mache ich eigentlich schon seit 25 Jahren. Da ist es dann nur wahrlich stockfinster. Ja, und ich muss sagen, ich habe auch jedes Mal, wenn ich anfahre. Ich habe nicht verstanden. Du hast jedes Mal? Jedes Mal, wenn ich anfahre, habe ich Angst vor der Dunkelheit. Ach. Und das eigentlich schon seit 25 Jahren. Aber ihr seid doch ausgerüstet damit, mit wahrscheinlich mit den besten Lampen und Gerät und sowas. Ja, trotzdem, das ist irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht kann man das am besten erklären mit die Tiefe, wo man anfährt und du hast nichts unter dir. Vielleicht ist es vielleicht gar nicht mal die Angst vor der Dunkelheit, sondern die Angst vor, ja, doch in dieser Tiefe eingesperrt zu sein. Ja, das kann schon sein. Also ich, bei mir ist es auch so, wenn ich keine Nachtschicht habe und dann zu Hause schlafe. Mhm. Meine Frau, die macht mich immer wieder wach. Ich würde rumschreien, holt mich hier raus und dies und das. Und ich brauche auch immer eine Lichtquelle. Wenn ich schlafe, brauche ich Licht. Bist du mal irgendwie... Also ohne Licht kann ich nicht schlafen. Ja. Hast du in diesen 25 Jahren unter Tage irgendwann mal was Schlimmes erlebt? Bist du mal verschüttet worden oder sowas? Nein, in der Art nichts. Ich habe natürlich schon viel davon gehört und in früheren Zeiten ist ja auch viel passiert. Heutzutage Gott sei Dank nicht mehr. Weniger, ja. Es ist sicherer. Wie warm ist es da unten? Wenn du am Schacht direkt anfährst, ist es erstmal nicht so warm. Nur wenn du weiter ins Grubengebäude reinkommst, in die Abbaubetriebe, dann wird es schon wärmer. Ich stelle es mir immer irre heiß vor. Man sagt, das sind ein paar hundert Meter, wenn man gräbt, es schon warm ist in der Erde. Und 1000 Meter tief ist ja eine, das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Ja, das ist schon eine enorme Tiefe. Die Wärme nimmt natürlich immer weiter zu, je mehr man ins Grubengebäude reingeht, wie gesagt. Also Grubengebäude, meinst du die ganzen Gänge, die da so sind unten, tief in der Erde? Ja, ganz genau. Mhm. Und dann nimmt auch bei mir persönlich immer mehr dieses beklemmende Gefühl zu. Die Beklemmung. Aber das verdrängt, also ich persönlich, ich verdränge es immer mehr. Das können wir uns alle ja gar nicht vorstellen. 1000 Meter Tiefe und es gibt ein ganz verzweigtes Gängesystem. Wie groß sind diese Gänge? Kann ein Mann da stehen oder kann man nur da sich so durchrobben? Größtenteils kannst du stehen, wenn du selbst in den Abbaubetrieb kommst. Das heißt, da, wo die Kohle abgebaut wird, wir sagen dazu Flöt, da wird es natürlich schon ein bisschen enger. Und da dann, da darfst du auch keine Angstgefühle haben, zum Beispiel so Platzangst oder irgendwie sowas. Da wird es dann natürlich schon heikel, wenn du da irgendwie drunter leidest. Das glaube ich. Nochmal die Frage mit der Temperatur. Wenn man tief drin ist, wie viel Grad ungefähr? Ja, bei uns ist das so, auf 1000 Meter Tiefe hast du schon ungefähr 28 Grad. Wenn du in die Abbaubetriebe kommst, da wo die Flöze sind, also die Kohle direkt abgebaut wird, da geht es hoch bis 36, 37 Grad. Oh. Wenn man da unten sitzt und arbeitet, oder nicht sitzt, sondern da unten arbeitet, kann man das überhaupt kapieren, dass man 1000 Meter in der Erde drin steckt? Im Moment, wo du da unten beschäftigt bist, irgendwas tust, da verdrängst du das wohl. Aber wie lange dauert dann so eine Schicht? 8 Stunden. 8 Stunden. Und man geht auch nicht zur Pause nach oben? Nee, Pause wird irgendwo, wird sich auf eine Bohle hingesetzt, im Stoß, wie wir sagen, und dann wird da Double reingehauen und irgendwas getrunken. Ja, und dann machst du viele Stunden Pause und dann geht's weiter. Ist das eigentlich unten auch sehr staubig?
Ja, das kommt wieder darauf an, wo man gerade beschäftigt ist. Es gibt eigentlich relativ staubfreie Bereiche. Und dann gibt es aber auch Bereiche, wo es sehr, sehr staubig ist. Da kannst du nur mit Maske arbeiten. Ja. Diese Gefühle, von denen du mir gerade erzählt hast, die Angst vor der Dunkelheit, das Gefühl der Beklemmung, redest du mit deinen Kollegen da auch drüber? Nee, absolut nicht. Absolut nicht. Ist tabu. Das ist irgendwie tabu, ja. Ich weiß auch nicht warum, aber. Vielleicht geht es ja. Seitdem ich die Lehre gemacht habe auf dem Püt, wie wir sagen. Ja. Bis jetzt, also 25 Jahre, geht es mir so. Ich habe nie mit jemandem drüber gesprochen. Deswegen habe ich jetzt gerade bei dir das Thema gesehen, Geschichten aus der Dunkelheit. Passt natürlich genau. Und mir geht es eigentlich schon immer so, ich fahre da immer mit einem Gefühl an, aber immer mit Gänsehaut. Immer? Das ist ja wirklich irre, wenn du 25 Jahre das schon machst und sagst, ich fahre immer mit Gänsehaut runter. Ja. Weiß deine Frau das? Mit meiner Frau habe ich eigentlich auch noch nie so richtig drüber gesprochen. Das heißt, du redest jetzt wirklich zum allerersten Mal in deinem Leben über diese Ängste? Ja, richtig, ganz genau. Aber alle Achtung, dass du das hier tust und den Mut auch dazu hast. Ja, ich wollte jetzt mal die Gelegenheit nutzen. Hast du den Eindruck, Martin, dass, mir klang das gerade so, dass je mehr Zeit vergeht und je älter du wirst, dass die Angst auch größer wird? Ja, das stimmt. Ich überlege manchmal, also ich mache auch alle Schichten, sagen wir mal 6, 14 und 22 Uhr Schicht. Und manchmal überlege ich mir, Mensch, schon mal, sollst du das überhaupt noch machen? Willst du überhaupt noch da runter? Aber jedes Mal sage ich mir dann auch, ja, du musst da runter, du verdienst dein Geld damit. Und also wenn du aber die Wahl hättest, wenn du oben irgendwas arbeiten könntest, wobei du auch so viel Geld verdienen könntest wie unter Tage, für was würdest du dich entscheiden? Ja, das ist jetzt die große Frage, Jürgen. Also, ich muss auch ganz ehrlich sagen, in der Beziehung ist mein Horizont ein bisschen begrenzt. Ich kenne nur das, was ich gelernt habe. Da bezieht sich auf Untertage. Verstehe. Aber ich spüre schon, dass dir das schon ein dickes Problem irgendwie ist. Ja, das Ganze. Vor allen Dingen auch, wie meine Frau auch sagt, ich springe nachts rum und... Eben, das ist ja auch ein Warnsignal. Ich brauche unbedingt nachts, wenn ich schlafe, brauche ich eine Lichtquelle. Weil wenn ich nachts aufwache und ich habe nichts, woran ich mich orientieren kann, dann drehe ich durch. Wie ist denn das, wenn du Urlaub gemacht hast, wenn du ein paar Wochen draußen warst und du dann wieder das erste Mal runterfahren musst? Was ist das für ein Gefühl? Dann ist mir schlecht, dann ist mir total schlecht, Jürgen. Und du musst es auch noch verbergen vor den Kumpels. Ja, richtig. Weil vor den Kumpels darfst du nicht schwach sein. Nee, ist klar. Ja. Jetzt bist du 41, das ist ja noch nicht so alt. Nein. Jetzt ist ja die Frage, Mensch, willst du das bis zu deiner Pension machen, bis zur Rente? Ich weiß es nicht. Ist natürlich auch eine blöde Frage, weil du im Moment gar keine andere Möglichkeiten siehst, ne? Ja, die Möglichkeiten sind natürlich begrenzt, ne? Gibt es denn innerhalb eurer Firma auch vielleicht Umschulungsmöglichkeiten, dass du was anderes machst, oben? Ja, die gäbe es wohl, nur das wäre dann auch wieder mit finanziellen Verlusten verbunden, ne? Ist natürlich die Frage, dass man irgendwann eine Entscheidung fällt. Was ist jetzt wichtiger, das Geld oder letztendlich ja die seelische Gesundheit. Und wie du mir das jetzt beschrieben hast, ich nehme das sehr ernst, was du sagst. Oder ich würde es an deiner Stelle auch sehr ernst nehmen. Das sind ja nun permanente Warnsignale deines Körpers, dass du das eigentlich nicht willst und dass dir das alles eigentlich zuwider ist. Ja, das ist natürlich schon ganz richtig, was du sagst, Jürgen. Ich glaube ja auch, dass ich die Warnsignale, die du gerade angesprochen hast, die habe ich immer für mich irgendwo... Ja, irgendwo in so einer Ecke geschoben. Ja. Ich habe gesagt, komm. Ja. Ich bin mal nicht rum oder was. Andere machen das ja auch, ne? Ja, aber so einfach kann man es nicht zur Seite schieben. Wenn andere es auch können, heißt das nicht unbedingt, dass du das kannst. Und das ist ja auch kein Zeichen der Schwäche. Das ist einfach dann, das ist letztendlich dann nichts für dich. Ich könnte es, glaube ich, auch nicht. Ja. Also ein Zeichen von Schwäche ist es auf keinen Fall. Es ist nur so eine Sache der Veranlagung. Der eine kann das, der andere kann das nicht. Vielleicht ist ja so auch der Anruf jetzt, und dass du zum ersten Mal mit jemandem darüber gesprochen hast, vielleicht auch ein weiterer Schritt dahin, dass du das ernst nimmst
und wirklich ernsthaft mal darüber nachdenkst, wie du deine berufliche Situation durchaus verändern könntest. Vielleicht dann auch unter Einbeziehung dessen, dass du ein bisschen weniger Kohle verdienst erstmal. Ja. Weißt du, was nutzt? Ja, vielleicht zu überlegen, nur du weißt ja, wie in der heutigen Zeit, man muss gucken, was man hat. Ist mir völlig klar. Ne? Ist mir völlig klar, weiß ich alles. Aber andererseits denke ich mir, was nutzt es, wenn du jetzt noch 10 oder 5 Jahre auf die Zähne beißt und irgendwann wirklich ein Wrack bist und in der Psychiatrie liegst und wirklich völlig fertig bist? Du bist ja noch ein junger Kerl im Prinzip. Ja, ja, in dem Sinne schon. Ja, da hast du recht. Ja. Wirklich. Und jetzt ist vielleicht die Chance auch noch da, nochmal den Dreh zu kriegen für eine Umschulung irgendwie. In 10 Jahren ist das nicht mehr möglich. Dann ist der Zug weg. Ich weiß, das ist alles leicht gesagt. Bitte missverstehe mich nicht. Nein. Aber ich sag's nochmal, ich würde es an deiner Stelle sehr ernst nehmen. Sehr ernst. Ja. Ich kann dir gerne noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten, wenn du vielleicht dich irgendwann entscheiden solltest, vielleicht auch mal psychologische Hilfe aufzusuchen, dass du weißt, wie man das so macht. Ja, das wäre ganz gut. Kann ja nicht schaden, du könnt euch ja ein bisschen noch unterhalten. Okay. Martin, dann wünsche ich dir alles Gute und toi toi toi. Ja, ich dir auch. Ja, und vielen Dank. Du legst bitte auf und die Simone ruft dich gleich an. Okay, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Und hier ist die Angelina. Hallo Angelina. Hallo Domian. Grüße dich. Ja, ich habe jetzt hier deine Sendung die ganze Zeit verfolgt. Ja. Also ich habe jetzt eine ganz andere Geschichte und zwar war es bei mir eher so eine erotische Geschichte. Fehlte ja noch bisher. Ja, denke ich auch. Ja. Muss ja irgendwie reinkommen. Ja. Nee, bei mir war das so ungefähr vor 2 Jahren. Da war ich mit 2 Freundinnen auf einer Party. Mhm. Ja, eigentlich ganz normal abgelaufen, schön Spaß gehabt, ein bisschen was getrunken, halt nicht übermäßig viel. Und da war halt so ein Kerl, der ist mir aufgefallen den ganzen Abend. Wir haben aber nicht wirklich irgendwie miteinander Kontakt gehabt. Mhm. Ja, und ganz normal, dann war der Abend auch vorbei und wir sind dann alle nach Hause, meine Mädels und ich. Und er ist uns dann irgendwie hinterher. Anscheinend habe ich ihm dann irgendwie gefallen, war ich der Meinung. War dem aber auch so. Ja, meine Mädels haben sich dann von mir getrennt und ich bin dann das restliche Stück alleine gegangen. Und bei uns gibt es halt so eine kleine Gasse und irgendwie habe ich dann gemerkt, dass er hinter mir war. Ja, und habe mich umgedreht, bin dann stehen geblieben und auf ihn gewartet. Naja, und er kam dann an und wir haben uns kurz unterhalten. Angst hattest du nicht? Nee, ich meine, ich habe ihn den ganzen Abend gesehen. Ja. Ich hatte ihn auch so schon zuvor ein paar Mal getroffen. Also jetzt niemals unterhalten. Ich kannte ihn auch so vom Namen eigentlich gar nicht. Da standen ihr beiden Süßen in der Gasse. In der dunklen Gasse. Ja. Und dann? Ja, und irgendwie kamen wir uns dann näher und er hat mich dann berührt, meinte so, ja, ich würde dich gern küssen. Und ja, und ich ganz starkes Kribbeln im Bauch und hin und her. Und ich muss dazu sagen, ich war damals ganz schön prüde. Ich habe zwar damals schon meinen ersten Sex gehabt, aber... Ja. Wie alt warst du? Vor 2 Jahren war das, hast du gesagt, ne? Vor 2 Jahren. Vor 2 Jahren, ja. 21 besser. Ja, und naja, irgendwie kam das dann halt so zustande, dass wir dann wirklich miteinander Sex hatten, da in der Gasse. In der Gasse? Ja, in der Gasse. In aller Öffentlichkeit, aber in der Dunkelheit. Ja, ja. Und ich hätte niemals gedacht, dass ich sowas bringen würde. Ich hatte echt damals ziemlich große Angst überhaupt vom Sex, weil ich mein erstes Erlebnis ganz, ganz schlecht hatte und es war nicht so besonders. Naja, und habe dann halt auch Dinge gebracht, die ich niemals gedacht hätte zu bringen. Darf ich fragen, was? Oralsex und sowas ähnliches. In der Gasse? In der Gasse, alles in der Gasse, ja. Und warst du währenddessen irgendwie unsicher? Hast gedacht, da guckt vielleicht irgendjemand zu oder so? Ja, ich habe schon so ein bisschen Befürchtung gehabt, dass da jetzt jemand langkommt oder so. Ja. Aber irgendwie ist das dann so verfallen und wir waren dann ganz bei der Sache und es war schön. Es war richtig toll und seitdem bin ich auch richtig offen, so was die ganzen Sachen angeht, so was Sex ist. Hast du ja mit dem hat sich das so ein Tor bei mir geöffnet, finde ich. Also das war guter Sex für dich, da in der Dunkelheit? Ja. Durchaus guter Sex, irgendwie
In einem Hauseingang? Habt ihr euch da so ein bisschen zurückgezogen? So eine Nische? Nee, das war so zwischen zwei Häusern. Da waren noch Küche und so und wir standen da. Hast du denn mit diesem Mann irgendwann nochmal Kontakt gehabt? Wir haben uns ab und zu mal wieder getroffen, aber nur angegrinst. Und wir haben seitdem nie wieder was miteinander gehabt. Ihr könntet euch ja ab und zu mal in dunklen Gassen treffen. Haha. Nee, lieber nicht. Also ich habe ja jetzt wieder einen Freund. Ach, du hast einen Freund. Achso, ja. Achso, dann ist ja alles im coolen Bereich. Ja, auf jeden Fall eine schöne Erinnerung an was war für eine Jahreszeit? Das war Winter. Das auch noch? Ja, das aber trotzdem, ich habe ja einen Rock angehabt und so, vielleicht war es verpassend. Meine liebe Angelina sage ich jetzt schon. Angelina. Ich danke für deinen Anruf. Wünsche alles ich danke Liebe. Dir und mach deine Sendung weiter und noch so gut. Dankeschön, sehr nett von dir. Super. Tschüss. Das war's für heute, meine Lieben. In der Technik, Malte E-Mails. Morgen 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Ich wünsche euch eine schöne Nacht. Bis dahin. Tschüss.